was uns der Papst so gut vormacht und was wir doch auch hier versuchen, ist, die Leute wirklich so zu nehmen, wie sie sind, die Fragen, die kommen, ernst zu nehmen und ja, das normale katholische Leben, den Reichtum des katholischen Lebens einfach auf die Gläubigen und Ungläubigen, auf diese Stadt treffen zu lassen und zu gucken, was passiert. Und das ist, glaube ich, sehr im guten Sinne zeitgemäß, weil es also auch zu sehr viel Gesprächen und Echos und Dialog oder Kommunikation führt. Es sind einfach genug interessierte und auch suchende Menschen da, die das mittragen können. Und das kirchliche Leben in Berlin ist schon seit Jahrzehnten sicher weniger festgelegt und verkrustet, als es in den Städten ist, die von sich selber ganz selbstverständlich glauben, dass sie ja sowieso katholisch sind. Grundsätzliche Überzeugung, die bei allem liturgischen Tun und so uns hier leitet, ist, dass im Grunde der Normalfall des katholischen Kultes die Fülle ist. Wenn wir irgendwie die Möglichkeit haben, das zu tun, muss die ganze Schönheit der Kirche sichtbar und hörbar werden. Und deswegen ist es auch so gewesen, dass also die Christen, sobald sie aus den Katakomben raus konnten, sofort anfingen, Basiliken zu bauen und mit Mosaiken auszustatten und auch entsprechend zu singen, weil das alles die Lebensäußerung der Braut Christi ist. Christus cantat in Ecclesia, Christus singt in seiner Kirche. Starke Teile der Gläubigen, die hierher kommen, sind entweder Konvertiten oder Revertiten oder Neophyten, also Neugetaufte oder welche, die wieder zur Kirche kommen oder eben welche, die katholisch geworden sind. Die setzen sich natürlich mit dem Glauben besonders auseinander und sind oft auch weniger an ein bestimmtes Milieu gebunden und also bereit, in dem neuen, ja, ist ein Milieu oder in der neuen Umgebung von St. Afra, da dann Wurzeln zu schlagen. Hier wird niemand jemals hören, dass irgendwas, was die Gültigkeit betrifft oder so, mit der neuen Messe nicht stimmt, dass er da nicht hingehen kann oder irgendwas in diese Richtung. Das heißt, es gibt eine Reihe von Leuten, die verbunden sind mit ihrer Heimatgemeinde und zu bestimmten Anlässen oder vielleicht auch mal, wenn sie sich über eine Kindermesse besonders geärgert haben oder wie auch immer, dann hier in St. Afra auftauchen. Ohne das Gebet wäre das Ganze nicht entstanden. Das ist die marmorne Basis von allem. Und dieses Gebet kann auch sehr handfest sich zeigen, gerade bei Leuten, die vielleicht also im Rosenkranzgebet oder in der Betrachtung oder so nicht so gut sind, mit irgendeinem Verzicht, mit einer in Geduld getragenen Krankheit oder Unart eines anderen. Da gibt es also ein riesiges Unterstützungspotenzial im ganz normalen Alltag, der dann eben ein bisschen besser gelebt wird und wo ich also diese Bemühung aufopfere in unseren Anliegen. Junge Leute, die also eine geistliche Berufung verspüren und sich da geprüft haben, die sind hier immer herzlich willkommen, denn wir könnten sicher eine ganze Reihe Priester noch an der Gemeinschaft gebrauchen, die eben viele spezielle Aufgaben wahrnehmen. In materieller Hinsicht sind wir dringend auf Hilfe angewiesen, weil wir eigentlich immer so gerade eben durchkommen und in keiner Hinsicht da aus dem Vollen schöpfen können. Wir sind da vielleicht viel mehr Kapuziner als Oratorianer.
die also immer betteln müssen.